Decke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Nastetten, hello. Der große Rosenmontagsumzug in Nastetten ist eine der gerne und gut gepflegten Traditionen im Blaue Ländchen. Zahlreiche Motivwagen, lebhafte Kapellen und bunte Fußgruppen machen den Zug zu einem echten Erlebnis für Tausende von Besuchern. Die gute Stimmung kommt ganz von alleine. Obwohl die Organisation eines so großen karnevalistischen Umzugs fern der närrischen Metropolen keine Selbstverständlichkeit ist. Wir sind hier oben Karnevalsdiaspora und da ist schon eine Ausnahme, dass ein Karnevalszug überhaupt stattfindet. Der Rosenmontagszug profitiert von den umliegenden Gemeinden, die mit ihren karnevalistischen Aktionen zum Erfolg beitragen. Das heißt also Nastetten als Mittelpunkt und die Verbandsgemeinde Nastetten, die dazugehört, ja. Seit 200 Jahren besitzt Nastetten die Stadtrechte. Natürlich wird dieses Thema im Rosenmontagszug aufgegriffen. Die Besucherresonanz ist nicht zuletzt auf die Vielfalt und den Ideenreichtum der mitwirkenden Vereine zurückzuführen. Ja, es sind immer so zwischen 2.000 bis 3.000 Besucher da und wir haben 7 Kapellen und 33 Zugeinheiten. Ausgelassenes Feiern würde ohne die vielen stillen Helfer im Hintergrund nicht funktionieren. Das weiß der Landrat nur zu genau. Ohne das Ehrenamt läuft nichts. Ob das der Karneval selbst ist, ob das die teilnehmenden Gruppen, aber auch unsere Rettungskräfte, Feuerwehr, DRK, Polizei, alle wunderbar miteinander zusammen. Das ist Rhein-Lahn-Kreis, das ist das Blaue Ländchen, ein wunderbarer Zug. Beim Zugleiter laufen alle Fäden zusammen. Er trägt eine hohe Verantwortung. Es ist halt so, man ist als Zugleiter immer erst dann zufrieden, wenn der Zug im Depot wieder ist und es ist nichts passiert. Dann ist das alles super. Gute Laune auf allen Straßen und Plätzen, das ist Nastetten im Karneval und vor allem am Rosenmontag. Dem attraktiven Rosenmontagszug ist eine lange Zukunft zu wünschen. Er unterhält Einheimische und Gäste in bester Weise und präsentiert die Vielfalt des karnevalistischen Treibens im Rhein-Lahn-Kreis. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.